Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Me and the Counter Life Subprojekt zusammen mit dem Herrn Ludwig. Guten Tag. Jo, wir sind mal wieder in einem neuen Tag gestartet, frisch aufgestanden um 11.26 Uhr. Jo, und jetzt würde ich sagen, was steht an, Herr Heribert? Ja, ich würde sagen, wir müssen unser Feld hier noch fertig machen oder grubern, war das schon fertig? Oder was? Ja, grubern. Genau, ja. Und wir sollten dann auch unseren Drescher wiederbekommen. Weil ja, bei mir müssen wir das Feld 42 ernten. 44. 44, Entschuldigung. Ja, ist egal. Jo. Ja, wie gesagt. Soll ich weiter da das Feld bearbeiten? Ja, gerne. Jo, mache ich das nochmal. Ja, wissen Sie zufällig, wer hier unsere Silage abgedeckt hat? Wie wird sie uns anfangen zu gären bald? Na. Okay. Wir müssen es einmal in die Anzeige von Ding schreiben, also im Chat-Farm oder Farm-Chat. Ja. Nee, ist so wichtig ist es jetzt auch nicht, aber ja. Uiui, der hat ein bisschen viel Gewicht auf der Hinterachse, würde ich sagen. Ja, wie wär's mit dem Frontgewicht? Haben wir ja hier irgendwo. Jo, ich geh. Ich geh einmal abkuppeln von den Frontladern, brauche ich jetzt nicht. Ja, hier ist das Frontgewicht. Schön aufpassen damit. 600 Kilo. 1,6 Tonnen, das war Basen für die Frontachse. Eieiei. Was war's? Ich glaube, die hat's nötig. Ja. Ach du Gott. Da ist ein bisschen zu leicht vorne auf der Achse. Ei, sorry. Jetzt. Du, oder? Nein, jetzt hat ja. Er Grip wieder auf der Vorderachse. Ja. Dann würde ich sagen, beschäftige ich mich da mal mit dem Feld und du kümmerst dich um den Drescher. Und mach ich mal so ein bisschen sauber. So, dann schau mal. Also. So. Guten Tag. Guten Tag, Herbert. Ich bin gerade auf dem Weg mit Ihrem Drescher. Mensch, hat er Ihnen gefallen? Zu wenig Leistung, ich musste anschieben. Aber ansonsten ja, ganz gut. Ich dachte mir, ich gebe Ihnen die Sparvariante, damit Sie auch mal ein bisschen Muskeltraining machen können. Das ist wohl ein Schätz, oder? Ist mir voll der Ernst, du? Ich kann auch gleich mal die Sparvariante von meinem Konto geben. Also von unserem Konto. Natürlich war das ein Scherz. Ja. Jetzt aber ja. Nee, alles gut. Kurze Frage, ist dein komischer Praktikant immer noch da? Ja. Praktikant Robert. Scheiße. Wie lange geht eigentlich sein Praktikum? 2 Jahre? Genau, ja. Ne, bald ist zu Ende, dann ist die Entscheidung, wieder angestellt oder nicht. Okay. Ich geb den kurzen Tipp, okay? Okay. Na, stell nicht an. Nee, den Tipp befolge ich nicht, wahrscheinlich. Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht, irgendwie so. Junge, weißt du, wie der fährt? Ja. Der ist vom Dominik Huber, kennst du den? Mhm. Ja, der von Dominik Huber hat sein Auto in zwei geteilt, Junge. Ja, aber wie gesagt, ist deine Entscheidung, musst du gucken. Ansonsten kannst den Burma als Praktikanten für den neuen Bürgermeister auswählen oder für die Polizei. Oder muss bei uns mal vorbeigucken. Dann kann er erstmal ein bisschen Silage mit der Schaufel rauspulen. Das weißt du, wie ich meine? Wollt ihr hier meinen Mitarbeiter abwärmen? Nein. Willst du das mein Geschäft? Das ist Ihr Praktikant, nicht Ihr Mitarbeiter. Ja, ich weiß. Ja. Aber bald Mitarbeiter. Echt? Ja.
So schnell entscheiden sie jetzt schon, okay? Ja, dann weiß ich nicht. Ich bin auch auf jeden Fall gleich bei ihnen am Hof. Übrigens, unsere Silage ist soweit. Können wir die verkaufen? Können Sie die ja gern vorbeibringen. Ja, wo sollen wir die denn hinkippen? Aber ohne strengen Unterlagen müssen Sie das selber entladen in unsere Biogasanlage. Wow. Ja, aber wo soll ich das überhaupt hinkippen? Einfach in die BGA rein oder? Ne? Nee, das ist los. Ach, los, ja, das können Sie da dann in den Abladebereich. Das sind, glaube ich, 270.000 Liter sind das, glaube ich. Ach du Gott, 270.000 Liter? Ja. Wir wollten ja ein bisschen Silage, jetzt bekommen sie auch ein bisschen Silage. Ja, ja, bekomme ich, da freue ich mich. Ja, ich mich auch. Über das Geld. Ja. 1000 Liter pro 1000 Liter haben sie gesagt. Genau. Okay. Ja. 1000 Liter pro 1000 Liter, das hört sich guter Preis an. Wir können auch 1250 machen. Ich will verhandelbar. Nee. Doch. wie viele Liter sind es jetzt insgesamt? Genau kann ich es Ihnen erst später sagen, aber grob sind es 270.000 Liter. Und ich überschlag das einfach mal so, ne? Für meine Rechnung. Ist 10 km kann man auf Ihrem Ofen fahren. Ah, ich leg mal kurz auf. Ja. Ey, du Spuckelscheuche, mach dich mal bitte weg da. Wo ist sie denn? Wo soll ich denn den Drescher hinfahren? Dort, wo er eingepackt gehört. Ja, wo lass den mal hin? Kurz da stehen, Kollege, das passt. So. Mensch. Warten Sie mal. Wo kommt das Mähwerk her? Also ich frage. Das so? Ich glaube, ich stelle ihn doch nicht ein. Junge, was ist mit dem Mähwerk passiert, Alter? Also ich weiß ja nicht, was hier los war, aber ich glaube, er hat es gegeistert auf meinem Hof. Der Kleinert. Ich habe nichts damit zu tun. Ich will ja nichts sagen, aber wo haben Sie denn einparken gelernt, Junge? Es gehört doch hier oben auf Silo. Ich hab doch nichts gemacht. Ich würde sagen, wir machen das mal ganz brutal mit dem Frontlader irgendwann, oder? Ja, später. Ja. Ich weiß zwar nicht, was so denn da noch passiert ist. Ja, ich glaube, es waren Sturm hier, ne? Weil sie kein Süßes oder Saures bekommen hat. Ah ja, es war ja Halloween, genau. Ja. So. Wo kann man das denn? Kann man das hier auf dem Platz abladen oder? Oh, eine doch, geh gleich. Moment. Hier ist ja keine Rampe. Auf Wiedersehen. Ich hab's mit dem Anhänger abgeladen. Passt ja. Wo soll ich denn das hier so abladen? Hin, das schaufeln wir dann. Okay. Ich weiß, ist das hier oben Ihr Feld? Nein. Ja, dann sonst hätte ich es hier abgekippt. Nee. Christian Beuer. Ja, also einfach da abkippen oder was? Ja. Okay, dann machen wir das so, ja. Jetzt müsste ich mal irgendeiner da runterfahren. Ihr Vater hat da den schönen Audi da stehen lassen. Ach so, stimmt. Kurze Frage. Ja. Ist der Diesel heute billiger? Warum? Ja. Oder warum läuft der Traktor hier? Der muss warm laufen. Genau. Die sechs, mein Audi? Die sechs Zylinder müssen warm sein, bevor sie uns arbeiten kommen. Warum ist der so dreckig, Junge? Den hat sauber. Er so gebracht. Wir können das ja gerne sauber putzen, wenn es dann extra viel Geld gibt für uns, ne? Haben Sie einen Kärcher hier? Ja, gleich raus. Wo ist denn der Kärcher? Zieh den Schlauch ganz lang, du. Mach den mal sauber hier. Und nicht bloß nicht in die Kabine rein. Was ist der Kabine, du Vogel? Den genau, Innenraum, da kennst du das nicht, oder was? So. Ja, das sind aber eine Kabine für ein Auto. Mensch, so, jetzt geben sie mir aber extra Geld hier, ne? So. Nochmal danke fürs Drescher ausleihen. Ja. Und die Rechnung geht... Junge, was ist denn das, die Pfanne? Und die Rechnung... Und die Rechnung geht... Hallo, falls du mich hier nicht anwillen. Ja, jetzt, Junge. Wo ist Moritz? Bitte auf unseren Hof, okay? Was geben sie für den Drescher so? Nichts. Ciao, Rechnung zum Hof. Du hast ja aufgeschrieben, wie viele Stunden der drauf gehabt hat. Mhm. Ich schau mal, das wie ist eine Frechheit. Wie viel hat er drauf gehabt auf den Drescher? Das ist die gute Frage. Ich glaube, das waren 1,1, oder? Ja, 1,12, genau. Also 0,7. Ja.
pro Brecherstunde haben wir gesagt 900. Also 900 für Ausgleichen, so. Nein, ich frage mich jetzt wirklich, wie das Schneidwerk da aufkommt. Was heißt so viel wie, Alter, er müsste uns, weil er 0,7 Stunden das benutzt hat, 630 Euro geben? 900 aufgerundet, weil er den Kercher benutzt hat. Na, der Kercher, da können wir sagen 700, weil er hat ja 0,7 Stunden das genutzt eigentlich. Ja, dann machen wir 0,7 Stunden, da machen wir auch 700. Ja, 700 ist, habe ich ausgerechnet. Soll ich schreiben? Ja, können Sie ihm gerne. Aber wenn wir gerade hier so sind, fällt mir ein, hatten wir nicht einen Termin gemacht für den Reifenwechsel vom Johnny? Der Händler war damals nicht da, wo wir unten waren. Ja, aber er hat uns doch letztens die Ballen gegeben gehabt. Ah, er hat gesagt, wir sollen einfach vorbeischauen. Ah. Ja, ich würde sagen, da könnten wir eigentlich mal auf dem Weg, wenn wir zum Feld sind mit dem Klaas und so, da mal kurz vorbeigucken, oder? Ja, ich würde sagen, fährst du den Drescher oder den Johnny? Mir gar nicht. Ja, komm, fahr du heute mal den Johnny, ne? Aber nimm den Anhänger mit. Ja, mach ich. Alle Bade oder nur einen? Nur der eine, weil was wollen wir mit dem zweiten? Der passen ja keine, da passt ja kein Getreide drauf. Ah, ich habe gerade hier eine Nachricht vom PayPal bekommen. Unsere 700 Euro sind da. Ja, habe ich gerade gesehen. Ist doch schön. Ja, ich würde sagen, ich fahre schon mal los zu unserem Feld 44. So. Rundum leuchten nicht vergessen, Herr Ludwig. Ja, wollte ich gerade machen, du. Ach du Gott, oh Gott, ich sehe hier gerade, ja, der müsste mal wieder in die Wartung, der Drescher. Was hat denn der gemacht, der Herr Müller? Keine Ahnung. Der ist sowieso ein Spezialist. Ja, also der müsste ganz dringend in die Wartung. Ja, der Herr Anton Müller. Wie schnell fahren Sie, Herr Ludwig? 25. Ah. Können gerne überholen. Nein, ich fahre Ihnen hinterher. Ja. Schön am Händler vorbei. Ich hoffe mal, der ist da. Jo. So, dann geht's zum Händler, würde ich sagen. Ah, ich glaube, der Händler ist da. Gucken wir mal, was da abgeht. Ja, der Herr Müller fährt da, glaube ich, auch aus. Wer hat denn da eigentlich Rasen gemäht am Mittelstreifen? Das weiß ich nicht. Haben Sie gerade auch so ein Schlagloch gehabt? Ja, ging. Mensch, was hupt denn der Herr Assinger so? Unerhört, dieser Händler.
Wo ist denn der Herr Assinger? Ah, da unten ist er. Ey, da haben sie ihren Führerschein im Lotto gewonnen. Wer jetzt? Sie! Ja, was ist denn los? So, was soll das? Was denn? Wir müssen jetzt zum Shop, also. Ja, wir auch. Wir wollen jetzt neue Gemeindegebäude bauen und da vorne. Jetzt kommt der nächste mit dem LKW. Also der Herr Assinger hat glaube ich auch ein Lotto gewonnen. Und sein Führerschein, Herr Manni. Da soll er uns die Reparatur mal gratis machen. Jo, aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like und ein Abo da. Schaut gern zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.